Hallo liebe LS-Landwirte, willkommen zu einer weiteren Map-Vorstellung. Für diejenigen unter euch, die schon sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass wieder eine Map-Vorstellung kommt, ja, ich selber auch, ich bin ja immer abhängig davon, was an Maps erscheint. Wenn es keine neuen Maps gibt, die auch schön sind und zeigenswert sind, dann kann ich halt keine vorstellen, ne? Das ist einfach so. Also ich kann nur das zeigen, was andere erstellt haben. Und wenn da nichts Neues erscheint, dann gibt es halt nichts Neues. So, wir sind heute auf der Sucuri Sitio oder Sitio Sucuri, Sucuri Map. Verschiedene Namen. Sucuri auf jeden Fall. Ich könnte mir vorstellen, das soll Brasilien sein, bin mir aber nicht ganz sicher, in welchem Land wir hier eigentlich sein sollen. So vom roten Boden her könnte ich es mir aber vorstellen. Und es gibt auch so ein paar portugiesische Beschriftungen hier, deswegen ist es denkbar. So, ja, das Haus ist Standard, das kennen wir, ne? Es ist eine südamerikanisch angehauchte Karte, wie gesagt. Und wir schauen sie uns einfach mal an. Klein, aber fein, kann man sagen. Ja, also, ja. Mehr ist hier nicht. Also, von der Größe her, zum Spielen, ist sie trotzdem sicherlich ganz schön. Also, mir hat sie ganz gut gefallen auf den ersten Blick. Es sind die Standardfrüchte dabei, es sind keine zusätzlichen Produktionen. Alles Standard. Uns gehören zum Anfang schon eine ganze Menge Fahrzeuge. Wie immer habe ich im einfachen Modus gestartet. Hier sind aber einige Fahrzeuge schon arg ramponiert. Die sind zwar 0 Monate alt, aber guckt euch mal den Zustand hier an mit 0%, 20%. Also hier muss wohl mal der Monteur ran, der Mechaniker. Wir haben auch schon ein paar Tiere mit dabei, schaut mal. 30 Kühe, 30 Hühner und 15 alpine Steinschafe. Und ein kleines Gewächshaus gehört uns schon. Also wie gesagt, das ist die Karte. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Hof. Die zwei Grundstücke, 1 und 2, gehören uns. Insgesamt haben wir eine überschaubare Anzahl an Feldern hier, 22 Stück. Ist nicht so arg. Parzellen gibt es ein paar mehr, auch noch Grünland und so, was ihr euch kaufen könnt. Hier unten stehen die ganzen Produktionen. Das sind auch alles die Standardproduktionen. Und hier sind wir jetzt also, wie gesagt, auf dem Hof. Da haben wir zum einen unser Farmhaus, unseren Hofhund. Der geht hier auch spazieren. Hier steht ein Kercher in der Ecke. Ganz wichtig. Ein Fahrsilo. So, diese zwei Felder hier, die gehören uns. Der Drescher steht schon startklar. Und was haben wir hier drauf? Weizen zu ernten. Und hier haben wir Mais. So, der Drescher sieht auch schon etwas schmutzig aus. Wie sagt man heutzutage, ein Used Look hat das alles. Hier stehen ab und zu mal ein paar Palmen, das finde ich ganz nett. Sorgt ein bisschen für ein anderes Flair. Vorsicht, hier gibt es überall Stacheldraht. Also da müsst ihr aufpassen, dass ihr euch nicht hier eure Kleider zerreißt. Hier sind die Kühe hier drin. Hier haben wir einen Treibstofftank. Unsere Kuhweide. Aber sieht doch ganz nett aus, oder? Also mir gefällt das so. Das sieht so ein bisschen wild aus, nicht so aufgeräumt. Das hat auch einen gewissen Charme. Oh, jetzt bin ich in Stacheldraht gerannt. Mist. Das Tor verfehlt. Ja, ein paar Bäumchen hier. Da ist die Ausfahrt. Hier haben wir unser kleines Gewächshäuschen. Salat wächst hier. Eine Bank zum Ausruhen. Hier sind die Hühner. Da haben wir noch einen Unterstand. Finde ich auch ganz nett, das Ding. Sieht alles so ein bisschen schmuddelig hier aus, ne? Seht, da sind nicht sauber, die Fahrzeuge. Die haben den Kercher, der da steht, offensichtlich nicht benutzt. Da haben wir auch ein Schneidwerk für Mais stehen. Können wir also das Maisfeld auch abernten, das hier direkt bis hier ran gepflanzt ist an unseren Unterstand. So, wo haben wir denn die Schafe eigentlich?
Wir müssen ja auch noch irgendwo sein. Da ist eine Schafweide. Gehört die uns? Nö. Gucken wir mal, ob da die Schafe sind. Ja, hier sind welche. Das sind ja wohl unsere Schafe. Ich glaube, denen geht's hier auch ganz gut. Der Schäfer hat hier so ein Bungalowhaus und fahrbaren Untersatz. So typisch amerikanisch. Man zieht mit seinem Haus um. So, was können wir noch zeigen? Hier hatte ich noch was ganz Nettes gesehen. Visinio 1. Weiß jetzt nicht, was das sein soll. Visinio 1, das ist halt ein Haus. Aber es sieht ja überall ganz hübsch aus, finde ich. Also mir gefällt das Flair von dieser Karte. Hier läuft immer einer rum, habe ich gesehen. Da kommt er schon wieder. Ja, da. Ach ne, die ist das. Guten Tag. Die läuft hier immer hin und her. Ich weiß nicht, warum sie das tut. Sie spricht nicht mit mir. Und wieder zurück. Geht sie hier immer auf und ab. Ja gut, jeder wie er mag. Das ist unsere Nachbarin. Weil hier unten ist unser Haus, unser Grundstück. Das da, hier vorne. Und sie ist hier. Vielleicht bandeln wir da irgendwie an, ich weiß es nicht. Wir haben auch noch eine Palme stehen. Und ihr seht diese roten Wege hier, ne? Das ist ja so ein bisschen typisch für Brasilien. Also ich war noch nicht in Brasilien, aber man sieht es immer mal wieder auf Fotos oder auf Bildern irgendwo, dass da so ein bisschen rot ist. So, wir haben noch einen Traktor hier. Da steht ja am Silo, das ist wahrscheinlich unser Silo, weiß ich jetzt nicht. Was steht da hier? Eigentlich ist es nicht unser Silo, weil gehören tut uns das Land nicht. Hier unten haben wir nichts. Und da steht hier voll Weizen. 18.500 Liter Weizen sind da drin. Also damit kann man schon mal was anfangen, ne? Wir wollen mal eine kleine Runde fahren, dass ihr noch ein bisschen optischen Eindruck von der Karte bekommt. Den Hänger können wir ja hier lassen, den brauchen wir nicht mitnehmen. Den wird uns hoffentlich keiner klauen. Also ihr seht, hier sind die ganzen Standardproduktionen, ne? Überwiegend von der Elm Creek. Felder. Meine Stimme mag gerade nicht mehr ganz. Ich hoffe, wir kriegen das Video noch zu Ende. Da liegen. Was ist das? Ein Sägewerk, ha? Liegen ein paar Bäume rum. Ups, ich fahre gerade ins Zuckerrohr rein. Ja, hier, also. Die Karte ist optisch ganz nett. Die Felder sind eher klein, wie ihr seht. Das heißt, kleines Gerät kommt hier zum Einsatz. Hier stehen überall auch ein paar Geräte rum. Ich glaube, dass das Ding uns sogar auch gehört. Muss ich mal gucken. Als ich vorhin mal durchgetappt bin, meine ich hätte so drin gesessen. Ja, den können wir auch fahren. Na gut, dann haben wir den halt auch noch. Irgendwie haben wir hier überall ein paar Sachen stehen auf der Karte. Aber ist ja auch ganz nett. Also, ne, ihr seht, schönes Wetter haben wir hier, schöne Landschaft. Why not? Also, so sieht's ja aus. So, den Link für die Karte, den stelle ich in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr sie euch runterladen, wenn ihr wollt. Und sie euch einfach mal selber anschauen. Ein bisschen erkunden, vielleicht auch ein bisschen drauf spielen. Dabei wünsche ich euch viel Spaß, bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.